In der Devisenbörse begrüße ich heute Stefan Gedde von der HSH Nordbank. Herr Gedde, es ist die Woche der Notenbanken, muss man sagen. Sowohl die FED als auch die EZB, die treffen sich zu ihrer monatlichen Sitzung. Von welcher Seite erwarten Sie denn hier die größeren Impulse? Ja, mit großen Impulsen rechne ich eigentlich diese Woche nicht, von keiner Seite. Angesichts der freundlichen Konjunkturdaten in Europa gibt es für EZB-Chef Draghi wohl kaum Anlass, betrübt zu sein. Und darüber hinaus gab es dann auch noch gute Nachrichten in puncto Reform und Staatshaushalt von einigen Krisenländern wie Griechenland oder Portugal. Und deshalb dürfte erstmal eine weitere Zinssenkung vom Tisch sein und auch die Androhung von negativen Einlagezinsen wäre aus meiner Sicht schon übertrieben. Und auch aus den USA erwarte ich eigentlich keine großen Neuigkeiten. Zwar müsste in den nächsten Wochen und Monaten die Ankündigung kommen, wann und in welchem Umfang die Fed das Anleiheankaufprogramm zurückfährt. Aber im zweiten Quartal ist die US-Wirtschaft wahrscheinlich ja nicht so stark gewachsen. Und aus diesem Grund besteht eigentlich dann für Notenbankchef Bernanke noch kein Bedarf, jetzt am Mittwoch konkreter zu werden als in den letzten Wochen. Jetzt schauen wir uns das Währungspaar Euro-Dollar nochmal genauer an. Welche Marken sind denn hier besonders wichtig im Moment? Ja, nach oben wäre das 1,3380, dann die Marke von 1,34 glatt und dann 34,55. Und wenn man nach unten guckt, Unterstützung haben wir bei 1,3250, 1,3180 und 1,3110. Schauen wir auf Japan, da gab es heute Konjunkturdaten. Der Yen hat zuletzt gegenüber dem Dollar zugelegt. Ist das jetzt eine Dollarschwäche oder eine Yen-Stärke? Ja, das ist schon irgendwo eine Yen-Stärke, aber an den Konjunkturdaten von heute kann das mit Sicherheit nicht gelegen haben, denn die blieben ja doch etwas unter den Erwartungen zurück. Da waren die USA zuletzt schon stärker. Aber meiner Meinung nach kommt diese Yen-Stärke immer noch von der Oberhauswahl, die das Regierungsbündnis gewonnen hat. Und dahinter steht die große Hoffnung, dass schon bald Strukturreformen beschlossen werden. Und die sollen dann die japanische Wirtschaft nachhaltig nach vorne bringen. Schauen wir noch auf Großbritannien. Da trifft sich ja auch die Notenbank in dieser Woche am Donnerstag. Sind dann Impulse für das Pfund zu erwarten? Ja, eigentlich erwarte ich auch von der Bank of England diesmal keine Neuigkeiten. Sowohl bei den Zinsen als auch bei den Anleiheankäufen. Das könnte dann im August schon ganz anders werden. Da wird dann der Inflationsbericht veröffentlicht und dann müsste der neue Notenbankchef Carney damit beginnen, der Geldpolitik seinen Stempel aufzudrücken. Aber diesmal noch nicht. Okay, wir warten ab. Stefan Gedde, dann besten Dank für die Einschätzungen. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Tschüss. Und damit sind wir am Ende der heutigen Devisenbörse.